Seid ihr bereit für mehr Wahnsinnsabenteuer mit Super Mario? Ich bin's auf jeden Fall, hier in Mario Maker 2 Story Mode Level 69, der Weg zum Wandsprungmeister. Ich habe ein paar richtig hohe Klippen gebaut, wo man seine Wandsprünge perfektionieren kann. Wer hat Lust, einfach an einer Wand B drücken? Na gut, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Vom Hit DJ? Okay, Hit DJ. Ich werde dir zeigen, wo der Hammer hängt. Bei Super Marios Hammer Outfit. Aber das haben wir hier nicht, deshalb, zeige ich es ein anderes Mal, aber als Metapher zeige ich es dir auf jeden Fall. Yeah. Du, 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 du. So, wird das ein kein Scrolling? Oh, lol. Also, der Aufbau wirkt auf mich tatsächlich wie so ein Castle-Level mit den, Stacheldornen, sage ich mal, so an der Seite. Allgemein, das Level wirkt auf mich einfach wie... Oh, das ist cool. Das ist eine coole Idee, Nintendo. I'm proud of you. Ja. Aber ja, der Aufbau von dem Level wirkt halt mega wie so ein Castle-Level aus einem ganz normalen Super Mario. Oder bin das nur ich? Also ich kriege gerade richtig krasse Flashbacks zu Super Mario Castles. Seid ihr böse? Ja, ihr seid böse. Will ich, dass ihr böse seid? Nein, will ich nicht! Warte, gab es nicht einen Checkpoint? Bitte sag mir, es gab einen Checkpoint. Oh Gott. Nein! Ich dabei da alles neu machen. Du bist super, yeah. Du, 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 du. Einfach durch, ignorieren wir ihn. Ja, okay. Okay, nice. Das hat geklappt. Ich hatte auch mal so ein Off-Level gebaut. Aber da habe ich das vielleicht nicht ganz so gut gemacht. Also es war nicht schlecht, wie ich das geregelt habe, aber es war vielleicht nicht ganz so gut, weil man musste bei mir, bei meinem On-Off-Level, den Käfer selber anstupsen. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das überhaupt eine ganz gute Idee war oder nicht. Jetzt, wo ich sehe, was alle anderen machen, weil ich bin irgendwie der Einzige, der das gemacht hat. Aber viele fanden auch mein On-Off-Level... Naja, halt wie was Neues. Was ich cool finde, weil ich halt jetzt nicht gedacht, dass noch niemand sowas wie mein On-Off-Level gemacht hat. Oh Gott, das war knapp. Hilfe. Aber ja, ist anscheinend gut angekommen. Also manche Level kommen bei mir gut an, manche nicht. Sagen wir mal sowas wie Night of the Poison Mushroom oder das, wo man ganz viele Münzen sammeln muss. Dieses Squatting-Level. Ja, also manche von mir sind halt... Also in meinen Augen sind meine ganzen Level schon ganz cool. Aber jedes Level hat irgendwo eine Macke. Aber welches Level hat das denn bitte nicht? Ja. So meine Ausrede ist das jetzt hier. Level 70 im Eiszapfenregen, genau. Um die Kinder bei Laune zu halten, habe ich einen kleinen Hindernisparcours... Was? Einen kleinen Hindernisparcours gebaut. Okay, cool. Mit ein paar gezielten Hechtsprüngen sollte auch der Unsportlichste das Ziel erreichen können. Wie man einen Hechtsprung ausfüllt? Na, mit Y sprinten und damit R drücken natürlich. Von dem Sportlehrer. Ich habe erstmal Sportlehrerin gelesen, aber... Habe ich mich erlesen. Wir sind Sportlehrer. Na gut. Lehrerin können ja auch als Lehrer bezeichnet werden, deshalb... Vielleicht liege ich nicht so falsch, aber... Ich sollte nicht so viel labern. Weil ich sonst Blödsinn mache. Und ich glaube, das wird ein Speedrun-Level. Und ich soll einen Longjump machen. Habe ich auch erst jetzt gecheckt. Keine Ahnung, wie ich das erst checke. Das ist eigentlich schon ganz cool so. Aber die wollten, dass ich nach oben renne, aber es ist mir egal. Ich mache einen Longjump, so wie das Spiel mir das gesagt hat. Oh, Leute, das ist aber echt cool. Hey, das ist echt cool. Dann ist das unsichtbare Mag, damit du nicht nach oben kommst. Ah, das ist cool. Das ist echt cool. Nice. Ich habe jetzt schon etwas länger kein Level mehr gebaut. Müsste ich vielleicht mal wieder machen. Also manchmal bin ich so richtig wieder Mario-Fieber drin und manchmal bin ich es einfach nicht. Boah. Ein aus, Koopas. Es ist wieder Zeit für die große Gehirntraining-Show. Wird unser Kandidat die Ein-Ausschalter so geschickt betätigen, dass die Koopas ihr Ziel erreichen? Machen Sie sich bereit für Ein aus, Koopas. Okay. Dann mache ich mich jetzt bereit für Koopas, die ein- und ausgehen. Okay, ausgehen vielleicht nicht, aber... Ja, kommt Grund drauf an, was man meint, aber egal.
So, ich glaube, aber so ein ähnliches Level haben wir schon mal Boah, ich bin schlau. Sorry für meine 200er IQ. Aber ich glaube, so ein Level in der Art haben wir schon mal gespielt gehabt. Bin ich mir sehr sicher. Achso. Oh, lol, war das knapp. Das war knapp. Verdammt dich. Verdammt mich, ey. Das ist nicht so gut, ey. Ich will mal hier. Okay, richtig time. Ja, machen wir gleich. Oh, fuck. Sorry, ich wollte da nicht fluchen. Kam einfach aus mir raus. Hat je niemand gehört, ne? Nicht zurückspulen, das ist nicht nett. Einfach runterfallen lassen. Ah, ja, ich verstehe schon. Naja, ich verstehe schon. Runter und wieder rauf. Ach, der geht nach. Warum geht er auf die andere Seite? Oh Gott, bitte nicht ausgehen, Bildschirm. Einen Moment, das müssen wir kurz beheben. Zack. Ich hab die Fernbedienung wieder. Weiß nicht, wie ich es gesagt habe in einer Folge. Zack, zack. 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 Easy. Cool. Echt cool. Du gehst nach da. Na. Okay. Nein! Wow, das Ende ist ja richtig fies. Ich hab da drüben rumgedrückt. Wow. Oh, ein Giga-Koopa. Na komm her. Süßer. Komm mal her, du. Ich hab verkackt, ich hätte den Schalter aktivieren müssen. Warten. Und dann gleich einfach ausmachen. Zack. Nein, scheiße. Zack. Oh, es hat geklappt. Kommt er zurück? Oh, zum Glück kommt er nicht zurück. Warte. Ich will mein One-Up. Mein verdientes One-Up. Will ich haben. Yes. Bam, bam. Es war kein One-Up, aber ist mir egal. Ich will einfach nach ganz oben. Wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe, dann mache ich es auch. Wir haben ja noch viel, viel Zeit in dieser Folge. Wir haben schon so viele Level in dieser Folge geschafft. Wir schaffen das in weniger als 3 Parts. Nein, okay, das vielleicht nicht, aber es dauert nicht mehr lange mit diesem Let's Play. 72. Schuhe gegen Wolken. Dieser Level sollte alle zum Schwitzen bringen. Ob unten oder oben, also bei den Schuhen oder beim Kopf. Das haben wir jetzt nicht gesagt, aber leider fehlt mir die Zeit, ihn auszuprobieren, den Level. Aber dafür gibt es ja eine Lösung. Outsourcing heißt das Zauberwort. Also, wer möchte für mich den Goombas ihre Schuhe klauen und über die Mampfer ins Ziel laufen? Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. So, muss mal hin und wieder checken, dass meine Facecam nicht wieder übernimmt. Ich könnte die theoretisch auch abstecken, aber ist halt ein wenig nervig. Immer wieder reinstecken und rausstecken. Die Facecam, weiß nicht. Ist es ein Scrolling-Level? Nein, ist es nicht. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frag mich nicht, warum ich dachte, das wäre eine gute Idee, das zu tun. Frag mich nicht, okay? Ich weiß nicht. Aber das ist eine gute Weise, diese Goomba-Schuhe da zu halten. Übrigens, ich habe ja so ein Level gemacht, da musste man mit dem Goomba-Schuh richtig abspringen. Wenn du einmal irgendwo dich hinbewegst, einmal zur Seite, dann springt der. Das ist genauso wie in Donkey Kong Country, dieser Frosch, den niemand mag. Na gut, was heißt niemand mag? Er ist halt nicht wirklich gut. Man kann ihn vielleicht mögen, aber er ist halt nicht gut. Warum sprinte ich nicht? Und warum? Wow. Ach was, da kann ich kaputt machen. Hier, schau. Ich bewege mich nur. Ich schwöre gerade. Ah, Allah, ich schwöre. Ich bewege mich noch links und rechts. Das ist halt cool bei dem. Zack, weg mit dir. Ich brauche nicht. Tschüss. Deshalb, was man machen muss, ist entweder zur Seite schon vorher bewegen. Und wenn er dann wieder unten so zack, dann springen. Oder man springt einfach sofort. Ich mache das zum Beispiel das zweite.
weil ich das erste nicht ganz gut drauf habe. Das muss man ein wenig üben und ich habe das halt noch nicht geübt so. Kann man nicht sliden mit dem Schuh? Okay. Auch mal was Neues hier. Zack, 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 zack. Und One-Up. Nice. Oh, ein Damenschuh. Ich will einen Damenschuh. So einen riesengroßen Damenschuh. Geil. Epic. Der kommt hoch, oder? Warte. Ja, doch, doch. Das wird schon klappen. Nice. Jetzt sag mir nicht, hier gibt's nichts. Doch, hier gibt's den 30er Coin. Nice. Zeig. Nein! Mein Damenschuh mit Flügeln! Nein! You will be missed. Ich liebte ihn. Er war wie ein Vater für mich. Ich liebte ihn wie mein eigener Sohn. Schloss der Hotheads. Vor langer Zeit erkundete ich eine unerträgliche heiße Festung, in der es Hotheads von der Decke regnete. Kannst du wie ich damals einen Käferpanzer auf den Kopf setzen und leben? Denn kommen von dem todesmutigen Forscher gibt es diese Herausforderungen. Die werden wir jetzt machen. Warum rede ich so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hilf mir. Jungpleite. Und seltsam. Ja, okay, lass mal's. Oh, wow. Krieg ich bitte irgendwas? Warum renne ich rein? Was war mir los? Aber das ist echt cool gemacht. Ey, das ist ja richtig cool gemacht, so. Oh mein Gott, ich mache auch so ein Level. Das sind wie die Kometen in Super Mario Brothers. Also der SDS-Teil. Die erinnern mich halt voll an diese Kometen, die es da gab in den letzten Leveln. Beziehungsweise, ich glaube, das gab es sogar in New Super Mario Bros., wenn ich mich nicht ganz irre. Aber das ist schon wenig her, als ich das gespielt habe. Also beide Spiele ist schon wenig her, aber ich kann mich trotzdem noch ein wenig erinnern an beides. Das ist ja richtig cool. Ich mache auch sowas, ganz ehrlich. Das ist cool, dass man hier... Also ich empfehle auf jeden Fall schon mal den Story Mode zu spielen, weil man lernt hier echt viel. Was dann so mal alles machen kann. Ich weiß nicht, warum ich mich da treffen lassen habe. Ich bin dumm, okay, Leute. Ihr wisst, dass ich dumm bin. Oh, geil, ein Helm. Geil, ich hab einen Helm. Voll geil. Warte, wie sah ich gerade aus, wenn ich ducke? Warum ducke ich so seltsam? Oh Gott. Ah, tut mir nichts. Wieso denn? Ich hab doch meinen Helm auf. Oder hat er mich von der Seite gecrashed? Sah jetzt nicht so aus, aber okay. Müsste mal noch mal im Replay nachgucken, aber... Oh Gott, bitte lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, ich bin... Armer Schluck, ich will nur die 10 Münzen hier, dankeschön. Oh Gott. Oh no. Schießt er Hotheads? Ja, natürlich schießt er Hotheads. Was soll er denn bitte sonst schießen? Pilze? Feuerblumen? Ach komm, sei doch, mach doch nicht so einen Blödsinn. Als ob der sowas schießen würde. Ja komm, hallo, hallo, hallo. Ziel, 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 Ziel. Sorry. Wie gesagt, ich bin krank. Da kommt manchmal so etwas aus mir raus. Nennt man Schleim. Passiert, wenn man krank ist. Ist so ein normales Symptom, wenn man krank ist. Ich weiß nicht, was ich laber, okay? Ich versuche uns zu unterhalten. Vielleicht merkt man's. Blooper-Feuerwerk. Ich habe 10 Blooper auf einen Planeten mit geringer Schwerkraft gebracht. Kannst du alle von ihnen besiegen und dann ins Ziel schweben? Halte B gedrückt, um einen Supersprung von ihren Köpfen aus zu vollführen. Sternengurkerin, besiege alle Blooper. Okay. Mann, ich bin echt seltsam. Wenn ich mir diese Mario Maker Folgen aufnehme, ich merke einfach, wie seltsam ich bin. Das ist so seltsam, dass ich seltsam bin. Was? Hä? Was? Aber hatte ich das gerade richtig gemerkt? Ich kann R gedrückt halten und dann fliege ich langsam nach unten. Ja, aber ich war jetzt dadurch viel zu sehr verwirrt und habe jetzt schon gesehen, dass dieses Level ein Schrottlevel ist. Schade. Aber ja, ich kann R gedrückt halten und dann sinke ich langsamer. Dann mache ich das mal. 1, 2. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 19. Ja, frag mich nicht, warum man hier so viel Zeit bekommt. Oh mein Gott, Mario kann auf den Spikes stehen. Was? Das Spiel ist glitchy. Ruf die Glitch-Polizei. Oh mein Gott. Sans ist in Smash, was? Okay, sorry, ich bin seltsam. Lassen wir das. Machen wir weiter. Guter Lakitu, böser Lakitu. Diese Wüste wird von Lakitus beschützt. Doch was ist das? Manche von ihnen wollen den Besuchern helfen, anstatt sie zu anzugreifen. Pah! Ungehorsam. Verrat. Verrat an meine Person. Sabotage. Aber dem läuft nicht so gut. Ja, ist auch sein Problem, nicht meins. Ich mach sein Level und dann war's das. Ja. Ich glaube, danach kommt nur noch 15 Level. Also Leute, wir sind innerhalb von den nächsten Folgen definitiv fertig. Warum renne ich durch? Warum warte ich nicht einfach? Bei einem Scrolling-Level sollte man eventuell warten, was auf einen zukommt, ja. Zum Pro-Trip, ja, genau. Ein Pro-Tipp jetzt von mir. Oh, lol. Oh, der Lakitu ist ein richtiger Freund. Ja, ich dachte, der schmeißt mich jetzt ab mit irgendeinem Blödsinn. Aber das macht er gar nicht. Der ist voll nett. Das ist mein bester Freund. Oh, wir haben zwei. Ja. Uwu. Na komm. Na komm. Hallo. Ein wenig spät, aber egal. Zack. Yes. Huiu, boing. Nein, nicht dadurch. Hallo. Welcher von euch ist ein Verräter? Er ist ein Verräter. Oh Gott, das ist ein Verräter, Leute. Wie bitte? Verrat an meiner Person? An meiner Person? Oh Gott. Nein, ich habe meinen Freund umgebracht. Tut mir leid, Freunde, du kommst wieder in irgendein anderes Leben. Oh, die Süßen, die sind schön am Knutschen. Erstmal töten. Pff. Kann ich eigentlich mit der Cloud runterrutschen? Nee. Was? Was? Ist das gerade deren Scheiß Ernst? Luigi, halt die Klappe. Ach, da unten war eine Coin. Oh lol, ach so, oh lol. Bam. Ah, da sind Münzen. Oh. Okay. Ach, willst du mich frei machen? Oh mein Gott, Leute. Nein. Wow. Das ist ein Assi. Schmeiß. Nein, warum springe ich? Und warum tue ich mir weh? Das hat sehr weh getan. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Ah, hilf mir. Mario. Eigentlich ist es so help from the you. Zack, weg mit dir. Blödmann. Richtiger Blödmann. Oder was sagt ihr, Leute? Würdet ihr mir dazu stimmen, dass es ein richtiger Blödmann ist? Ja, oder? Nicht so ein Fake-Blödmann, das ist ein richtiger Blödmann. Wow. Wow, LLA. La. Oh Gott. Oh, damn. Ja, runter. Wehe. Nein. Ziel. Hallo. Yes. Oh, Leute, was sind das denn für Assets da? Diese Bäume da unten, die hatte ich noch nie gesehen. Diese Büsche, Bäume, was auch immer das sind. Interessant. Gut, ein Level machen wir noch. Na komm, ein Level noch. Bomb-Oms und Münzen. Wer vertreibt heute meine unerträgliche Langeweile? Ich habe Münzen verteilt und wer 50 davon vom Himmel holen kann, hat bestanden. Halte Y gedrückt, um Bomb-Oms in die Hand zu nehmen und dann halte den linken Stick nach oben. Und lasse den Knopf los, um sie hochzuwerfen vom launischen Geldsack. Ich soll 50 Münzen einsammeln von dem launischen Geldsack. Das mache ich doch gerne. Okay, nächste Folge finde ich so seltsam, Leute. Was zum Henker, ey. Na komm, gib mir eine Bilzi. Was bist du? Jiboing. Warum fliegt ihr so weit hoch? Ja, den kann ich nicht mehr auffangen. Okay, dann komm du mal her und zasch. Kann die noch explodieren lassen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Kann dann die mit einer Explosion auch noch aufsammeln? Oh. Ich krieg ja Bomb-Oms geschenkt.
Warum das denn? Hat das einen Grund? Fragezeichen? Oh Gott. Ach stimmt, man kann ja jetzt diese Fische an manchen Themes auch in der Oberwelt haben. Das ist mir komplett entgangen tatsächlich. Warte, die Münze, die wäre vielleicht... Was? Ich wollte sagen, die wäre vielleicht wertvoll. Als ob ich da jetzt gestorben bin. Okay, komm, machen wir jetzt keine Fates. Was? Nein, nimm die Münzen. Oh Mann. Was ist da los? Was ist da los? Oh nee. So, gib mir hier ein paar Bomben. Omsi, somsi. Okay, das war vielleicht nicht so eine gute Ausbeute. Aber ich mach's so nochmal. Zack, machen wir so nochmal. Dann kriegen wir hier noch ein paar. Und ja, springen wir drüber. Machen wir so. Hat gut geklappt. Freut mich. Und machen wir den Bam. Machen wir den Down. Machen wir Down. Wir müssen nur aufpassen, weil da noch so ein Hammer von ihm am Leben war. Was? Ich kann das Ding nicht holen? Wieso das nicht? Hä, wieso das denn nicht? Excuse me? Haben Sie dafür eine gute Erklärung? Fragezeichen? Ich wette mal nicht, dass Sie dafür eine gute Erklärung besitzen. Und zech. Oh, da ist er. Der launische Geldsack persönlich. Nein, natürlich nicht, aber... Na gut, wer weiß es ja nicht. Jetzt. Ah, schade. Ganz knapp. Naja, 5 Minuten sind immer noch ganz okay. Und die Folge war hoffentlich für euch auch ganz okay. Yeah. Wenn ja, dann lasst doch gerne meine positive Bewertung da. Und schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Wenn es heißt, wir werden dieses Spiel demnächst durchhaben. Haut rein. Ciao.